بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Meine lieben Geschwister im Islam, wir machen heute weiter mit der Sira. Heute wird es wahrscheinlich eine etwas kürzere Einheit als sonst, weil wir auch so spät angefangen haben, insha'Allah ta'ala. Und ich werde heute, insha'Allah ta'ala, mich auf die zweite Huldigung von Al-Aqaba beschränken. Die zweite Huldigung von Al-Aqaba. Wir hatten in der letzten Woche uns mit dem Treffen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf eine kleine Gruppe von Leuten aus Yathrib, die Stadt, die später zu Medina werden sollte, gesprochen gehabt. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich mit 6 Leuten von dem Stamm der Khazraj getroffen hat in Mina, ganz zufällig, es ist natürlich nicht Zufall, sondern Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, welche den Islam angenommen haben, welche zurückgekehrt sind zu ihrem Volk, welche den Islam in Medina verbreitet haben und im darauffolgenden Jahr mit 12 anderen gekommen sind, welche wiederum dann mit Mus'ab ibn Umayr nach Yathrib, später Medina, zurückgekehrt sind und den Islam in Medina verbreitet haben, sodass sogar einige wichtige Anführer wie Usayd ibn Hudayr und Sa'd ibn Mu'az zum Islam übergetreten sind und dann im 13. Jahr nach der Bi'th, nach der Berufung mit den Pilgern aus Yathrib, welche ca. 500 Personen gewesen waren, nach Mekka gekommen sind, um die Pilgerfahrt zu vollziehen, aber in Wirklichkeit, um sich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu treffen, um ihn nicht mehr in Mekka allein zu lassen. Und es wird überliefert, dass sie gesagt haben, wie lange sollen wir noch den Gesandten Allahs in den Bergen und in Mekka und der Umgebung verfolgt lassen und unterdrückt lassen. Wir müssen ihnen endlich zu Hilfe ein. Und sie sind mit insgesamt 73 Männern und 2 Frauen dann mit der großen Gruppe der Pilger aus Yathrib, ca. 500 Personen, nach Mekka gekommen, um die Hajj zu vollziehen. Augenscheinlich. Aber in Wirklichkeit sind sie gekommen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu huldigen und ihm seine Hilfe anzubieten. Der Anführer der Muslime war auch gleichzeitig ein Anführer unter den Leuten aus Yathrib gewesen. Und zwar Al-Bara ibn Ma'rur. Al-Bara ibn Ma'rur war wahrscheinlich auch, wie es einige Gelehrte sagen, der Anführer der gesamten Gruppe aus Yathrib gewesen, also der 500 Leute, von denen die Mehrheit keine Muslime waren und wirklich nach Mekka gekommen sind, um die Pilgerfahrt zu vollziehen. Und sie vollzogen die Pilgerfahrt wie die anderen. Und sie hielten geheim, dass sie den Islam angenommen haben. Und sie warteten auf den 12. Tag von dem Monat Dhul-Hijjah. Was ist denn an diesem 12. Tag vom Monat Dhul-Hijjah? Wie wird denn dieser Tag genannt? Der 12. Tag, wie heißt denn der 8. Tag? Nee, der 9. Tag von Dhul-Hijjah. Wie heißt der 9. Tag von Dhul-Hijjah? Das ist ein ganz bekannter Tag. Hä? Der 10. Tag von Dhul-Hijjah. Nein, Ashura ist der 10. Tag von Al-Muharram. Wie heißt der 10. Tag von Dhul-Hijjah? Sa'id-Tag, der Opfertag. Yawm al-Nahr, da wo wir das Opferfest feiern. Wie heißt der 9. Tag von Dhul-Hijjah? Arafah. Und dann die
Tage 11, 12 und 13 heißen wie? Ayyamut Tashriq, die Tashriq-Tage. Warum? Weil die heute von den Opfertieren getrocknet werden in der Sonne. Die Sonne kommt aus dem Westen, aus dem Osten, ja, Scharq, und die heute werden sozusagen der Sonne ausgesetzt, damit sie trocknen in dieser Zeit. Deswegen Ayyamut Tashriq, weil die heute aufgehängt werden, damit sie trocknen können. Und der 12. Tag, was geschieht denn an diesem 12. Tag? An dem 12. Tag kehrt, wo befinden sich denn die Pilger in diesen Tagen? Am 11. und am 12. Wo befinden sie sich denn? Ja? Nein. Arafah, am Tag von Arafah, am 9. Wo befinden sie sich aber am 12. und am 11.? Am 12. und am 11. befinden sie sich in Mina. Dieser Zeltstadt, diese weiße Zeltstadt, die ihr immer im Fernsehen seht. Dort verbringen sie 2 oder 3 Tage. 2 oder 3 Tage. Und diese 2 oder 3 Tage, die verbringen sie in Mina und haben nur eine Aufgabe, nämlich welche? Den Shaitan, die Säulen zu bewerfen. Die 3 Säulen. Das machen sie immer nach dem Wuhur-Gebet, nach dem Mittagsgebet. Und der 12. Tag ist der Tag des sogenannten Al-Nafr al-Awwal, lil-Muta'ajjilin. Der 12. Tag ist der Tag, wo die Leute, die schon abreisen müssen, dann Mina verlassen. Sie bleiben nur 2 Nächte nach dem Eid-Tag in Mina. Und der 13. ist dann Yawm al-Nafr al-Thani. Das ist der Tag, wo die restlichen Pilger ebenfalls Mina verlassen. Warum? Weil sie ihre Aufgabe als Pilger erledigt haben. Und die Muslime von den Medinensern aus Yathrib, sie haben extra mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf welchen Tag gewartet? Auf diesen 3. Tag, und zwar die Nacht zu diesem 3. Tag. Die 13. Nacht von Dhul-Hijja. Aus welchem Grund? Weil sie wussten, wenn sie sich jetzt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam treffen werden, dann könnte es sein, dass die Mekkaner und die Quraysh das mitbekommen. Und wozu könnte das führen? Das könnte dazu führen, dass sie sie dann verfolgen werden. Und damit sie dann direkt dann abreisen nach ihrem Treffen, um nicht verfolgt werden zu können, haben sie welchen Tag ausgewählt? Sie haben die Nacht zum 13. ausgewählt, damit sie direkt am Morgen abreisen. Sie haben jetzt diese Nacht ausgewählt, um sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem geheimen Ort zu treffen. Niemand wusste Bescheid außer sie und der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim gewesen war, Ali ibn Abi Talib und Abu Bakr al-Siddiq. Von den Leuten aus Mekka 4. Nicht alle Muslime wussten Bescheid, nur 4 Leute. Inklusive dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich die Leute aus Medina. Und jetzt muss man sich vorstellen, sie mussten sich im Geheimen treffen, aber es ist gar nicht so einfach. Lass mal 75 Leute geheim ihr Lager verlassen. Aber sie haben es geschafft. Weil sie wussten, es geht um sehr, sehr viel. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns immer wieder in seiner Sira, obwohl er Prophet ist, muss er sich an die Regeln halten, an die sich alle Menschen halten müssen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sicherheitsvorkehrungen, und zwar sehr, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Er hat auf Allah vertraut, aber bevor er auf Allah vertraut hat, hat er sein Kamel angebunden. Und ihr kennt die Geschichte, wo ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und sagt, o Gesandter Allahs, ich vertraue auf Allah und ich lasse mein Kamel, ohne es anzubinden, einfach so. Worauf ist es dann weggelaufen ist? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, wenn du auf Allah vertraust, dann binde es fest und dann vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Halte dich an diese Regeln. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns immer wieder auch beibringt. Und jetzt machen sich die Muslime, diese 9 Muslime, viele von ihnen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch nie gesehen, sie machen sich auf den Weg.
Aber sie wollten unbedingt, dass einer ihrer Anführer, von dem sie wussten, dass er aufrichtig ist und dass er ein guter Mann ist, und er war schon ein älterer Mann gewesen, sie wollten, dass er unbedingt mit ihnen kommt. Und sie konnten ihm vertrauen. Und bevor sie losgingen, machten sie mit ihm Da'wah. Wer ist dieser Mann gewesen? Dieser Mann ist Abdullah ibn Amr ibn Haram gewesen. Wer ist Abdullah ibn Amr ibn Haram? Abdullah ibn Amr ibn Haram ist eine besondere Persönlichkeit, welche in der Schlacht von Uhud fallen sollte. Und zwar war er der Anführer der Bogenschützen gewesen. Und Abdullah ibn Amr ibn Haram ist der Vater von einem edlen Gefährten. Nämlich von welchem Gefährten? Den kennen wir alle. Alle haben wir schon mal von ihm gehört. Und zwar Jabir ibn Abdillah. Ihr habt bestimmt schon mal einen Hadith gehört, wo es hieß, an Jabir. Jabir überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn Haram ist der Vater von Jabir ibn Abdillah. Und auf jeden Fall machen sie mit ihm Da'wah und laden ihn zum Islam ein, bevor sie sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam begeben. Und er nimmt auf Anhieb den Islam an und geht mit ihnen gemeinsam dann, mit diesen 70 Männern und den zwei Frauen, geht er gemeinsam dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich einen ganz klaren und deutlichen Sicherheitsplan festgelegt. Wer sollte mit ihm kommen, direkt mit ihm sprechen, an seiner Seite stehen? Sein Onkel Al-Abbas. Sein Onkel Abbas war muschtig, kein Muslim, aber er konnte ihm vertrauen. Er war ein Familienangehöriger und er liebte seinen Neffen und kümmerte sich um ihn und er beschützte ihn auch. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib beauftragt, einen Zugang zu diesem Ort, und das ist ja bei Al-Aqaba in Mina, zu bewachen. Und Abu Bakr as-Siddiq sollte den anderen Zugang, diesen anderen Pfad zu diesem geheimen Ort, wo sie sich treffen sollten, bewachen. Damit, falls es zu einem Zwischenfall kommen sollte und jemand sich dorthin verirren sollte, sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime warnen können. Sehr genaue Sicherheitsvorkehrungen. Und jetzt begeben sie sich zu dem Ort, der ausgemacht wurde. Und zwar um Mitternacht, nachdem das erste Drittel der Nacht schon vorüber gewesen war. Viele von denjenigen, welche jetzt dorthin kamen, werden den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum allerersten Mal in ihrem Leben sehen. Und das ist sehr interessant. Das sind Leute, welche den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch nie gesehen haben, welche aber jetzt einen Treueeid schwören werden, der es in sich hat. Und das zeigt, wie stark ihr Iman gewesen ist. Dass sie aufrichtig gewesen sind. Und das Mus'ab ibn Umair, und wie hieß nochmal sein Helfer, bei dem Mus'ab ibn Umair untergekommen ist, in Medina, könnt ihr euch erinnern, vor letztem Mal? Wie hieß nochmal sein Helfer, der immer mit ihm war? As'ad ibn Zurara. Dass sie ganze Arbeit geleistet haben. Sie haben es nicht nur geschafft, die Menschen zum Islam einzuladen, sondern sie haben es geschafft, die Menschen so weit zu bringen, dass sie es gar nicht erwarten konnten, den Propheten mit ihren Augen zu sehen, in dieser kurzen Zeit, und dass sie bereit gewesen sind, jetzt solch einen Treueeid zu geben, wie wir gleich sehen werden, bei dem es um mehr geht, als nur darum, den Islam anzunehmen, sondern bei dem es darum geht, dass eine neue Gesellschaft, ein neuer Staat gegründet werden soll und bei dem es darum geht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit allem, was man besitzt, zu verteidigen. Und jetzt treffen sie aufeinander. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinem Onkel Al-Abbas, die 73 Männer und zwei Frauen. Sie sitzen sich gegenüber. Aber es ist nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der als erstes sprechen sollte. Nein, es ist interessanterweise sein Onkel Al-Abbas. Nochmal wohl bemerkt, er ist zu diesem Zeitpunkt was? Nicht Muslim. Er ist Polytheist. Aber er beginnt jetzt und er eröffnet die Rede. Und er sagt, Ya ma'shar al-Khazraj,
Oh, Gruppe der Khazraj. Waren alles Khazraj gewesen, es gab doch auch einige von denen aus. Ja. Nur, die Araber haben damals, wenn sie die Aus und die Khazraj angesprochen haben, immer von was gesprochen? Immer von den Khazraj. Aber sie meinten damit die Aus und die Khazraj. Inna Muhammadan minna haythu qad alimtum. Muhammad gehört zu uns, wie ihr wisst. وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا. Und wir haben ihn von seinem Volk abgehalten, dass sie ihm Schaden zufügen. مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِي. Mit den Leuten, welche genau das Gleiche über ihn denken wie wir. Obwohl wir nicht glauben, wir wissen aber, er ist ein guter Mann. فَهُوَ فِي عِزٍ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ. Er befindet sich im Schutz sozusagen seines Volkes, ja, und im Schutz seiner Stadt, seiner Heimat. وَإِنَّهُ قَدْ أَبَى إِلَّا الْإِنْحِيَازَ إِلَيْكُمْ. Aber er wollte unbedingt zu euch, dass ihr an seiner Seite steht und zu euch auswandern. وَالْلُحُوقَ بِكُمْ. Und zu euch gelangen. فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ. Wenn ihr glaubt, dass ihr das einhalten könnt, wozu ihr ihn eingeladen habt, also euer Versprechen wahrmachen könnt, und ihn auch beschützen könnt vor denjenigen, welche sich gegen ihn stellen, فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ. So müsst ihr wissen, ja, dass ihr diese Verantwortung tragt. Ihr tragt dann diese Verantwortung und ihr müsst zu eurem Wort stehen. وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ. Aber wenn ihr glaubt, أَنَّكُمْ مُسَلِّمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِهِ إِلَيْكُمْ. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr ihn dann im Stich lassen werdet, nachdem er zu euch gelangt und nachdem er zu euch ausgewandert ist, فَمِنَ الْآنَ فَدَعُوهُ. So lasst ihn von jetzt an in Ruhe. Lasst von ihm jetzt ab. Sagt es ihm gleich. فَإِنَّهُ فِي عِزٍ وَمَنَعَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ. Weil er unter dem Schutz seines Volkes und seiner Stadt steht, seiner Heimat steht. Was sagen jetzt die Khazraj und die Aus? Die sagen, قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتِ. Wir haben gehört, was du gesagt hast. فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Wir wollen nicht hören, o Gesandter Allahs. So rede du, o Gesandter Allahs. فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ. So nimm für dich und für deinen Herrn, was du willst. Allahu Akbar, was für eine Antwort. Du brauchst uns das nicht zu sagen, wir sind extra hierher gekommen. Wir glauben an diesen Menschen. Du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen als dein Onkel, weil du noch nicht glaubst. Aber mach dir keine Sorgen. Wir meinen es aufrichtig. Wir sind nicht umsonst hierher gekommen. Wir sind genau mit dieser Absicht hierher gekommen. Was dein Onkel gemacht hat, ist unglaublich wichtig gewesen. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, sie würden etwas tun. Sie würden sich um eine Sache kümmern. Sie sind gar nicht verpflichtet dazu. Aber sie nehmen sich dieser Sache an. Und wenn ich mich erst einmal einer Sache annehme, wenn ich mich freiwillig für eine Verantwortung entscheide, dann kann ich nicht im Nachhinein sagen, das ist mir egal, es ist ja nur ehrenamtlich. Es gibt manche Leute, die glauben, wenn sie etwas ehrenamtlich machen, dass sie tun und lassen können, was sie möchten. Dass sie keine Verantwortung tragen. Nein, das ist nicht so. Keiner zwingt dich dazu, etwas ehrenamtlich zu übernehmen. Aber wenn du es übernimmst, dann musst du auch der Verantwortung gerecht werden. Und es gibt eine Geschichte, die zu den traurigsten Geschichten überhaupt in der islamischen Geschichte gehört. Welche uns aufzeigt, dass so etwas, wenn es nicht ernst genommen wird, solch eine Verantwortung, wenn sie nicht ernst genommen wird, zu einem Desaster und zu einer Tragödie und Katastrophe führen kann. Welches Ereignis meine ich? Ich meine das Ereignis von Al-Hussein, radiyallahu anhu wa arda. Was ist mit Al-Hussein, alayhi salam? Er sollte ja ebenfalls nach Al-Kufa auswandern. Nach Al-Kufa. Weil die Leute aus Al-Kufa ihm versprochen hatten, dass sie ihn in jedem Fall unterstützen werden. Und sie haben gesagt, komm zu uns und du wirst hier Leute vorfinden, die an deiner Seite stehen werden, die für dich in den Tod gehen werden. Und er hat es so lange versprochen, bis er davon überzeugt gewesen war. Einige hatten ihn gewarnt.
aber er machte sich mit seiner gesamten Familie auf den Weg nach Al-Kufa. Sie machten sich mit der gesamten Familie auf den Weg. Und was geschah? Wir wissen, was geschah. Sie wurden alle niedergemetzelt. Warum? Weil die Leute aus Al-Kufa ihr Versprechen nicht gehalten haben. Du kannst nicht jemandem sagen, komm, ich werde dich unterstützen und dir im Stich lassen. Das geht nicht. Wenn du diese Verantwortung auf dich nimmst, dann musst du ihr auch gerecht werden. Merkt euch das. Ja, gerade auch in der islamischen Arbeit, manche nehmen das auf die leichte Schulter. Ich nehme eine Verantwortung und dann mache ich das nicht. Manchmal sind das kleine Verantwortung. Kleine Verantwortung. Ja, manchmal sage ich mir einfach nur, ich bin derjenige, der den Tisch aufbaut am Mittwoch. Aber wenn du diese Verantwortung übernimmst, dann musst du ihr auch gerecht werden. Natürlich entsteht kein Desaster, wenn das nicht geschieht, aber es erschwert die Arbeit. Und demnach ist es ganz wichtig, dass man dieses Verantwortungsbewusstsein hat. Und wie gesagt, hier ging es um viel. Hier ging es um den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Hier ging es um den Islam. Hier ging es um die Dawah. Und auf jeden Fall, die Leute aus Medina, die ließen mit sich gar nicht reden. Sie waren so überzeugt davon gewesen und sie haben es ja auch eingehalten, wie wir später sehen werden, inshallah ta'ala, dass sie gesagt haben, wir haben gehört, was du gesagt hast. So rede du, o Gesandter Allahs. Und nimm für dich und für deinen Herrn, was du willst. Wir sind zu allem bereit. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zunächst erst einmal, wie wir es das letzte Mal aufgezeigt hatten, was tat? Er stellte den Islam vor. Das waren doch Muslime, warum hat er das getan? Ja, aber das waren teilweise Muslime, die zum ersten Mal den Gesandten Allahs hörten und sehen konnten. Und dementsprechend, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hielt eine kurze Ansprache. Er rezitierte aus dem Koran. Er rief die Menschen zu Allah noch einmal ein. Er machte ihnen den Islam noch einmal schmackhaft und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihnen einen Treueeid und eine Huldigung abverlangt. Warum hat er nicht einfach nur den Islam verlangt? Warum jetzt hier einen regelrechten Treueeid? Wir haben das letzte Mal schon beantwortet gehabt. Was ist der Grund? Normalerweise hat er doch einfach immer nur Da'wah mit den Leuten gemacht, Muslim, Khalas. Warum hier noch einmal extra eine Bay'ah, eine Huldigung? Hatten wir letzte Woche gesagt gehabt, wer kann sich erinnern? Worum geht es denn hierbei? Es geht jetzt nicht nur um den Islam, sondern es geht jetzt um die Gründung eines Staates. Um die Gründung einer muslimischen Gemeinschaft. Die erste muslimische Gemeinschaft und der erste muslimische Staat in der Geschichte überhaupt. Und dementsprechend brauchte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein festes Fundament. Und jetzt hört euch an, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihnen abverlangt. Ibn Ishaq, der bekannte Sira-Gelehrte, er erwähnt jetzt nur, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was gesagt hat, Ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Ich huldige euch, oder ich sozusagen, ja, wie sagt man, ich nehme von euch den Treueeid dafür, dass ihr und darauf, dass ihr mich beschützen werdet, womit ihr eure Frauen und Kinder beschützt. Genauso wie ihr eure Frauen und Kinder beschützt. Das ist das, was Ibn Ishaq überliefert. Also mit anderen Worten, dass ihr bereit seid, für mich alles zu opfern. Weil was tut ein Mann für seine Familie? Er ist bereit, alles zu opfern für seine Familie. Wenn es um seine Kinder geht, wenn es um seine Frau geht, wenn es ein normaler Mann ist, dann ist er bereit, alles zu opfern für seine Familie. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat von ihnen verlangt, alles zu opfern. Das ist keine Kleinigkeit. Das, was du jetzt eingehst, dieser Vertrag, dieses Versprechen, was du eingehst, ist kein kleines Versprechen. Ahmed ibn Hanbal, er hat jetzt von Jabir ibn Abdullah noch einmal ganz genau ausgeführt und überliefert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen an Versprechen abgenommen hat. Sie fragten, ja Rasulallah, alam nubayak,
Worauf sollen wir schwören? Was sind konkret die Inhalte dieser Huldigung? Er sagte, hören und gehorchen, wenn ihr sozusagen Kraft habt oder wenn sozusagen es darum geht, etwas zu tun, etwas aktiv zu tun oder auch wenn es darum geht, nichts zu tun. Für den Nashati wal Kessel, also in jeder Situation. Und zu spenden und euer Vermögen auszugeben. In schwierigen Zeiten sowie in leichten Zeiten. Und dass ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. وَعَلَىٰ أَن تَقُومُ فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Und dass ihr euch für Allah einsetzt und dass niemand, egal wer er ist, ein Tadelnder, ja, euch dann Angst macht und euch abbringt von diesem Weg. وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِ إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ. Und dass ihr mich unterstützt und beschützt, wenn ich zu euch komme. وَتَمْنَعُونِ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ. Und dass ihr mich genauso beschützt, wie ihr euch selbst beschützen würdet, eure Frauen beschützen würdet und eure Kinder beschützen würdet. Und was ist die Gegenleistung? وَلَكُمُ الْجَنَّةِ. Und ihr bekommt das Paradies, das ist alles. Ich kann euch nur das anbieten. Guck mal, was er alles von ihnen empfangen hat. Aber er bietet ihnen nur eine Sache an, das Paradies. Er hätte ihnen Geld, Vermögen, Reichtum, Macht, all diese Dinge versprechen können. Aber er war mit ihnen ehrlich gewesen. Ich kann euch nichts davon versprechen. Und wenn wir uns die Namen dieser 70 anschauen, das sind leicht über 70, dann werden wir sehen, ein Drittel von ihnen ist noch zu Lebzeiten des Propheten gestorben. Hat nichts mitgenommen von dieser Dunja. Ein Drittel von ihnen ist gestorben. Was haben denn die Ansar bitte schon bekommen dafür, dass sie an der Seite des Propheten standen? Wir werden noch eine Schlacht behandeln, die heißt die Schlacht von Hunayn. Ja, auf jeden Fall eine Schlacht, wo sehr, sehr viele, Reichtümer nach Medina gebracht wurden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verteilte und verteilte und verteilte. Aber an wen verteilte er? Er verteilte in erster Linie an die neuen Muslime von dem Quraysh. Wer ging mit leeren Händen nach Hause? Die Ansar. Wir werden diese Geschichte nochmal ausführlich in der Überlieferung vorstellen. Das können wir heute nicht machen aus zeitlichen Gründen. Und die Sahaba, die Ansar, sie wundern sich. Kann das nicht verstehen? Wie kann das sein? Der Prophet hört, dass sie unzufrieden sind und er ruft sie. Was ist los mit euch? Bin ich nicht zu euch gekommen, habe euch in den Islam gebracht und so weiter und so fort. Sagen, ja, O Gesandter aus. Und dann meinte er, oder denkt ihr etwa genau umgekehrt, wir sind diejenigen, die dich aufgenommen haben, als die Quraysh dich vertrieben haben, wir sind diejenigen, die an deiner Seite gestanden haben. Und all das, was ihr sagt, ist richtig. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Ende nur, seid ihr nicht damit zufrieden, dass die Leute mit dem Vieh und mit dem Gold und mit dem Silber in ihre Heimat zurückkehren und ihr mit dem Gesandten Allahs zurückkehrt. Subhanallah. Und sie fing an zu weinen. Sie haben nichts von der Dunya bekommen. Selbst nach dem Tod des Propheten zu Hause. Wer sind die Kalifen gewesen? Sind es die Leute von den Ansar gewesen? Nein. Sind Quraysh gewesen. Und sie wollten gerade einen Kalifen auswählen, nach dem Tode des Propheten, werden wir auch noch ausführlich besprechen, inshallah ta'ala, weil es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der islamischen Geschichte ist. Sie wollten schon einen Kalifen aus ihren eigenen Reihen festlegen, einen Nachfolger, weil sie sind ja die Ureinwohner von Medina. Und dann kommt Abu Bakr und Umar und sagt, halt, der Prophet hat gesagt, die Ä'immah sind von den Quraysh. Und sie haben darauf gehört. Also selbst die Macht haben sie nicht mal mitgenommen. Gar nichts. So, boah, was für Leute sind das gewesen? Allahu Akbar. Und deswegen diese ersten 70, das sind Leute, die auf derselben Stufe sind wie die Leute von Badr. Die gehören ebenfalls zu der ersten Generation. Aber nicht die erste Generation der Qurayshiten, sondern die erste Generation der Medinenser. Haben sie dieselben Stufe, subhanallah.
weil sie sich an die Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne Wenn und Aber und ohne dafür etwas zu verlangen von dieser Dunya, gestellt haben. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das vorstellte, nahm sofort der Anführer der Medinenser das Wort an sich. Wer war das nochmal gewesen? Al-Bara ibn Ma'rur. Merkt euch das. Al-Bara ibn Ma'rur. Und er sagt, und er nahm die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Naam, natürlich. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا. Bei dem, der dich mit der Wahrheit zum Propheten gemacht hat. لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرُنَا. Wir werden dich genauso verteidigen, wie wir unsere eigenen Familien verteidigen. Uzr ist sozusagen das, was man als, also sein Gewand, ja, also das, was einem nahesteht. Ja, und damit ist gemeint die Familie. فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. So huldige uns, o Gesandter Allahs. Nimm von uns den Treueeid. فَنَحْنُ وَاللَّهِ أَبْنَاءُ الْحُرُوبِ. Bei Allah, wir sind die Söhne des Krieges. وَأَهْلِ الْحَلْقَةِ. Ja, وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. Also mit anderen Worten, schon seit Generationen sind wir was? Sind wir Leute, die keine Angst haben im Krieg. Und wir wissen, wie wir uns verteidigen. Wir wissen auch, wie wir dich verteidigen, o Gesandter Allahs. Aber es gab einige, die noch einmal aufzeigen wollten, halt, halt, halt. Nicht so schnell. Nicht so schnell, nicht so voreilig. Seid ihr euch wirklich bewusst, was ihr da tut? Seid ihr euch bewusst, was dieser Eid und dieser Schwur bedeutet? Dieses Versprechen, was ihr eingeht? Mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen, As'ad ibn Zurara, ihr erinnert euch, As'ad, ja, dieser junge Muslim, der mit Mus'ab ibn Umair in Medina den Islam verbreitete, der jüngste von ihnen, die anwesend waren, sagte zu ihnen, Ruwaydan ya ahle Yathrib, langsam, o ahle Yathrib, o Angehörige von Yathrib, fa inna lam nadrib akbad al-ibri illa wa nahnu a'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind nur zu ihm gekommen mit, auf unseren Kamelen, weil wir wissen, dass er der Gesandte Allahs ist. Wa inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatun arabi kafa. Allah. Und wenn wir ihn heute mitnehmen nach Medina, dann bedeutet das, dass wir uns von den gesamten arabischen Stämmen trennen werden. وَقَتْلَ خِيَارِكُمْ وَأَنْتَعُضَّكُمُ السُّيُوفِ. Und das bedeutet, dass die Edelsten unter euch, die Anführer, getötet werden. Und dass die Schwerter euch beißen werden. Und dass die Schwerter euch beißen werden. فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ. Entweder seid ihr ein Volk, was all dies mit Geduld ertragen wird. وَأَجُرُكُمْ عَلَى اللَّهِ. Und euer Lohn obliegt Allah. وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Oder ihr seid ein Volk, was Angst vor sich selbst hat. فَبَيِّنُوا ذَلِكَ. So zeigt dies von vornherein. فَهُوَ عُذْرٌ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Weil dies wird eine Entschuldigung sein für euch bei Allah. Was machten die? Er hatte ja die Hand des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sie sagten, Amit anna ya Asad. Geh zur Seite, Asad. Du bist hier der Jüngste, du hast gar nichts zu sagen. Mach dir mal keine Sorgen, wir wissen schon, was wir tun. فَوَاللَّهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا وَلَا نَسْلُبُهَا أَبَدًا. Bei Allah, wir werden diesen Eid niemals unterlassen. Diese Huldigung, diese Bay'a werden wir niemals brechen. Und wir werden sie niemals von ihr abkommen. فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ. Und dann sind wir aufgestanden und einer nach dem anderen hat dann die Bay'a gegeben. Ebenfalls ein anderer. Er wollte das nochmal bestätigen. Er hieß Al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla. Und er sagte, يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ. O Leute der Khazraj, هَلْ تَدْرُونَ عَلَامْ تُبَايِعُونَ هَذَا الرَّجُلِ. Wisst ihr, warum ihr überhaupt diesen Treueeid für diesen Mann abgibt? Sie sagten, ja. Und er sagte, إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ مِنَ النَّاسِ. Ihr gebt jetzt einen Treueeid
Der bedeutet, dass ihr die Roten und die Schwarzen unter den Menschen bekämpfen werdet. Also mit anderen Worten, alle werden euch bekämpfen. Alle werden sich gegen euch stellen, die gesamte Welt. Indianer, Afrikaner, alle werden sich gegen euch stellen. Ihr werdet alleine sein. وَإِن كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ إِذَا نَهَكَتْ أَمْوَالُكُمْ مُصِيبًا وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلًا أَسْلَمْتُمُوهُ فَمِنَ الْآنِ. Und wenn ihr glaubt, dass wenn euer Vermögen aufgebraucht ist und nicht mehr vorhanden ist, weil ihr es ausgegeben habt, ja, und das ein sozusagen, und eure Anführer dann getötet werden und ihr daraufhin einfach so aushändigen werdet und im Stich lassen werdet, so ab jetzt. فَهُوَ وَاللَّهِ إِنْ فَعَلْتُمْ خِزْيُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Wenn ihr nämlich das tun solltet, dann würde das bedeuten, dass es sich hierbei um die Erniedrigung der Dunya und des Jenseits handelt. وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ. Und wenn ihr glaubt, dass ihr das einhalten werdet und euer Versprechen wahrmachen werdet, zu dem, was er euch eingeladen hat, عَلَى نُهْكَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ, obwohl euer Vermögen aufgebraucht wird und eure Anführer getötet werden, فَخُذُوهُ, so nehmt ihn mit euch. فَهُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, weil das ist bei Allah das Gute des Diesseits und des Jenseits. Und sie haben dann gesagt, ja, wir werden das tun. Und sie fragten dann nur den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandter Allahs, فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَحْنُ مُفَيْنَا. Und was kriegen wir dafür, O Gesandter Allahs, wenn wir das einhalten? Und er antwortete mit einem Wort, Al-Jannah. Das Paradies. Merkt ihr was, meine lieben Geschwister? Merkt ihr was? Merkt ihr, was diese Menschen aufgeopfert haben für die Sache Allahs? Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Sie haben alles geopfert. Sie haben ihre Familien geopfert. Sie haben ihr Vermögen geopfert. Was muss das für ein Iman gewesen sein? Wie stark müssen sie in ihrem Glauben gewesen sein? Können wir unseren Glauben, unseren Iman von heute mit ihrem Iman vergleichen? Sind wir ebenfalls bereit, uns einzusetzen für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie es getan haben? Einer von ihnen, ein edler Gefährte unseres Propheten, von den Ansar, er sagt, er hieß Abul Haytham ibn Tihan. Er wollte nochmal sicher gehen und gucken, ja, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch wirklich dann bei ihnen bleiben wird. Und er sagt, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, zwischen uns und zwischen, ja, den Männern in Medina, und er meinte damit insbesondere die Juden, ja, die jüdische Stämme, gibt es Abkommen. Und sollten wir an deiner Seite stehen, ja, dann sind diese Abkommen aufgelöst. Und es besteht die Gefahr, dass wir alleingelassen werden, wenn du wieder zurückgehst. Und deswegen, o Gesandter Allahs, wirst du dann immer noch an unserer Seite stehen oder wirst du uns allein lassen, nachdem wir dich unterstützt haben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lächelte und sagte, Bali dam al-dam. Nein, Blut für Blut. Wal hadm al-hadm. Und Zerstörung für Zerstörung. Ana minkum, ich bin von euch, wa antum minni, und ihr seid von mir. Uharibu man harabtum, ich bekämpfe denjenigen, den ihr bekämpft, wa usalimu man salamtum, und ich schließe Frieden mit demjenigen, mit dem ihr Frieden schließt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sein Versprechen wahrgemacht. Und sie haben ihr Versprechen wahrgemacht. Diese beiden Frauen, von denen wir reden, das sind nicht irgendwelche Frauen gewesen. Die eine Frau, sie hieß Nusayba bint Ka'b. Der Name, unter dem sie bekannt ist, ist Imara. Die andere Frau hieß Asma bint Amr ibn Adi ibn Nabi. Mania. Diese Imara. Nur damit wir ein Beispiel haben und uns klar wird, das sind alles Leute, ob Männer oder Frauen, welche, als sie die Bay'a gegeben haben, und die Frauen haben ebenfalls die Bay'a gegeben, jedoch ohne dem Propheten die Hand zu geben, sie haben ihr Versprechen wahrgemacht, so wie es Allah gesagt hat. Minal mu'minina, unter den Mu'minin gibt es welche? Rijal, Männer, Männer und Frauen, wie Imara, sadaqu, welche wahrgemacht haben, ma'ahadullah alayhi, was sie Allah versprochen haben. Imara, sie wurde bei der Schlacht von Uhud 12 an 12 Stellen verletzt. Ihr Sohn,
wurde von Musaylima al-Kadhab nach dem Tod des Propheten in Stücke geteilt. In Stücke geteilt. Sie hat an mehreren Schlachten teilgenommen als Frau. An mehreren Schlachten teilgenommen. Alles geopfert für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ja? Also nicht nur die Männer, sondern ebenfalls die Frauen. Al-Bara ibn Ma'rur. Er ist gestorben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam. Subhanallah. Er war der Anführer gewesen. Er ist vorher aber schon gestorben. Und er hat ein Drittel seines Vermögens gleich für den Propheten vermachtet. Er hat gesagt, das ist für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet hat es angenommen, aber er hat es gleich wieder zurückgegeben. Und zwar an seine Kinder, damit sie davon profitieren. Das sind Leute, die das wahrgemacht haben, was sie Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam versprochen haben. Und jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Treueeid von ihnen abgenommen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihnen etwas verlangt. Und das ist sehr wichtig. Und zwar hat er von diesen 73 Männern verlangt, dass sie 12 Männer auswählen sollen unter sich, welche zu sogenannten Nuqaba werden, der Plural von Naqib. Und ein Naqib ist ein Hauptmann, also Verantwortliche. Jeder von ihnen ist verantwortlich für eine Gruppe. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Antum ala qawmikum bima fihim kufala. Ihr seid für euer Volk kufala. Das heißt, ihr tragt Verantwortung für euer Volk. Kekafalat al-Hawariyin al-Isa ibn Maryam. Wie die Verantwortung der Jünger von Jesus, dem Sohn Marias. Wa ana kathirun ala qawmi. Und ich bin verantwortlich für mein Volk. Interessant ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister, er hat diese 12 Männer nicht selbst ausgewählt, sondern was hat er getan? Er hat von ihnen verlangt, dass sie diese 12 Männer selbst auswählen. Vom ersten Moment an hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Shura-Prinzip umgesetzt. Diese 12 Männer sind der Baustein für den neuen islamischen Staat in Medina, der gegründet werden sollte. Sie sind die Verantwortlichen, wie Abgeordnete in einem Parlament. Der Prophet hätte als Prophet einfach festlegen können, du bist der Verantwortliche, du bist der Verantwortliche. Nein, aber er hat gesagt, ihr klärt das untereinander. Ihr wählt eure Hauptmänner selbst. Um vom ersten Moment an aufzuzeigen, dass der Islam, wenn es um ein politisches System geht, ein Grundprinzip immer verfolgt. Und das ist das Prinzip der Shura, der Beratung. Es gibt keine Diktatur im Islam. Obwohl er der Gesandte Allahs gewesen ist, hat er nicht gesagt, ich lege das einfach fest. Er wäre der am geeignetsten, wäre, um das festzulegen. Er überließ es ihnen selbst, dass sie untereinander beraten und sich dann sozusagen auf 12 Männer einigen. Und sie haben sich auf 9 von den Khazraj geeinigt und auf 3 von den Aus. So wie es auch ungefähr verteilt gewesen war. Weil die Mehrheit waren Khazraj gewesen, aber es gab ebenfalls einen kleinen Teil von den Aus. Jetzt, nachdem das geschehen ist, alles lief so, wie sie es vorbereitet hatten, so wie sie es geplant hatten, kam plötzlich ein Schrei. War plötzlich ein Schrei zu hören. Ja, ahl al-Jababibi, Jababibi. هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم او ihr Zeltbewohner, das ist ja in Mina gewesen, dürfen nicht vergessen, während der Hajj. O ihr Zeltbewohner, was haltet ihr davon, dass Mudhammam, wer ist ein Mudhammam? Ja, das ist ein Schimpfwort für unseren Propheten, nicht der Gelobte, sondern der Getadelte. Das Mudhammam und die Abtrünnigen, As-Subah, also die Muslime, meinen sie damit, dass sie hier sind und ihr sie jetzt festnehmen könnt und festhalten könnt, weil sie sich versammelt haben, um euch zu bekämpfen. Wer hat das gerufen? Ibn Ishaq überliefert, es handelt sich hierbei um einen Shaitan. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, هذا أزب العقبة
Das ist der Azab von Al-Aqaba, so hieß der Schäfer. Ja? Das ist der Azab von Al-Aqaba. Amma wallahi ya adu wallah. Bei Allah, oh du Feind Allahs. La atafarraghanna lak. Ich werde mir noch Zeit nehmen für dich. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass sie alle gehen wollen. Jetzt haben sich natürlich die Quraysh gewundert, wie? Die sind alle zurückgekehrt, keiner hat was gemerkt. Und am nächsten Morgen gingen sie völlig empört zu den, also zu den Medinensern und sagten, wir haben gehört, dass sich einige von euch mit Mohammed getroffen haben sollen. Die Muslime, sie sagten gar nichts. Wer sprach jetzt? Die anderen, die nicht dabei gewesen waren, die von nichts wussten. Nein, bei Allah, sowas haben wir nicht getan. Sie lügen ja nicht. Ja? Die haben aber einfach nichts gesagt. Als das geschehen war, meinte Al-Abbas, von dem wir gerade schon gehört haben, nicht Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sondern Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadda, der von den Ansar, er sagte, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, bei dem, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, إِنْ شِئْتَ لَنَمِلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنَنْ غَدًا بِأَسْيَافِنَا, wenn du willst, dann werden wir die Leute in Mina alle bekämpfen mit unseren Schwertern, wir haben keine Angst. Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam? لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ, das wurde uns noch nicht befohlen. وَلَكِنْ اِرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ, geht zurück zu euren Zelten, zu eurem Lager. Was lernen wir daraus? Natürlich, ich bin gerade Muslim geworden. Ich bin völlig motiviert, voller Eifer. Am liebsten würde ich die gesamte Welt bekämpfen und bekehren. Aber der Islam hat mir gezeigt, wie ich mich verhalten soll in den unterschiedlichsten Situationen. Und obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unter ihnen gewesen war, hat er ihnen nicht erlaubt zu kämpfen, weil der Zeitpunkt noch nicht gekommen war und Allah subhanahu wa ta'ala es noch nicht erlaubt hat. Der Vers, der den Muslimen erlaubte, sich zu wehren, ist erst kurz darauf offenbart worden. Und zwar, man kann sagen, fast schon auf dem Weg zur Hijra oder kurz vor der Hijra. Welcher Vers ist das? Der erste Vers, der es den Muslimen erlaubt, sich zu wehren. Surat al-Hajj. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Denjenigen wurde erlaubt, in Klammern sich zu wehren und zu kämpfen, ja, weil sie unterdrückt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er kann sie dann auch, und er hat die Macht, sie zum Sieg zu führen. Ich sage euch genau, welcher Vers das ist. Vers Nummer 39 von Surat al-Hajj. Ja? Aber dieser Vers ist erst später offenbart worden. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das nicht erlaubt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich muss aufpassen, dass ich als Muslim nicht in meinem Eifer Fehler mache und glaube, dass ich eifriger bin als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und besser bin als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und sage ich mal, mehr Eifersucht für diesen Glauben habe als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ganz wichtig, das kann ich auf viele Bereiche beziehen. Wenn es beispielsweise um die Frage geht, Männer und Frauen in einem Gebetsraum. Manche sagen, auzubillah, es geht gar nicht, das ist verboten, ja, ich muss doch trennen. Meine Frage ist, wie war es denn zur Zeit des Propheten gewesen? Genauso wie es jetzt ist hier gerade. Genauso. Frauen haben hinten gesessen, Messer haben vorne gesessen. In einem Raum, ganz normal. Dann sagen, ja, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, da war auch alles anders gewesen. Zur Zeit des Propheten gab es Sinner. Zur Zeit des Propheten gab es Heuchler, oder? Gab es nicht Heuchler? Gab es alles. Und trotzdem hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, keine Trennwand dazwischen gestellt. Es war ein Gebetsraum gewesen. Und deswegen, du bist niemals gottesfürchtiger als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Mach es so, wie es der Prophet dir beigebracht hat. Und dann bist du immer auf der sicheren Seite. Und jetzt, die Quraysh, sie forschen aber nach. Und am Ende bekommen sie heraus, dass sie sich doch getroffen haben. Und jetzt versuchen sie noch schnell, nachdem die Leute aus Yathrib schon wieder abgereist sind, einige zu bekommen. Und sie schaffen es auch, zwei von den Muslimen festzuhalten. Und zwar einmal Sa'd ibn Ubadah und einmal Al-Munzir ibn Amr. Al-Munzir ibn Amr
Er kann sich, welcher von beiden, ist es ein Munzer ibn Amr? Genau. Nee, Sa'd ibn, und Munzer ibn Amr, er kann sich noch, er kann entfliehen, aber Sa'd ibn Ubadah wird festgehalten. Sa'd ibn Ubadah hatte langes Haar gehabt. Und sie haben ihn dann sozusagen an seinem Haar gezogen und sie haben ihn gefoltert. Und sie wollten ihn auch schon töten. Aber es gab Leute in Mekka, welche sich dann an seine Seite gestellt haben, unter anderem Al-Mut'im ibn Adi und Al-Harith ibn Harb. Und wir haben den Namen Al-Mut'im ibn Adi schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang. In welchem Zusammenhang war das gewesen? Wer kann sich erinnern? Er hat schon mal etwas Gutes getan für die Muslime. Genau, bei dem Boykott und nochmal bei einer anderen Sache. Als der Prophet in der Ta'ifa war, hat er ihn dann beschützt und ihm Asyl gewährt. Und hier war auch wieder Al-Mut'im ibn Adi, der sie warnte und sagte, nein, unser Handel ist sozusagen von diesem Weg abhängig. Und sie haben ihn daraufhin gehen lassen. Und wie gesagt, das war die zweite Huldigung von Al-Aqaba gewesen. Und sie war die Grundlage für die Hijra gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er machte sich jetzt oder bereitete sich jetzt nach diesem Abkommen von Al-Aqaba auf die Hijra vor. Kommen wir noch inshallah ta'ala ganz kurz bei Ihnen zu einer interessanten Information. Und zwar Al-Bara ibn Ma'rur. Das ist ein besonderer Sahabi. Er ist früh gestorben, bevor der Prophet nach Medina kam. Aber er hat etwas Besonderes gemacht. Und zwar ist er der erste Muslim überhaupt, sogar vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Richtung Mekka gebetet hat. Noch bevor der Prophet nach Mekka, Richtung Mekka gebetet hat. Und zwar meinte er zu seinen Leuten immer, ich möchte Richtung Mekka beten. Und ich sage euch ehrlich gesagt, das ist die bessere Meinung. Und ich bin überzeugt davon. Und sie haben dann so lange auf ihn eingeredet, bis er dann davon abgelassen hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es dann erfahren und er sagte, أما أنه على قبلة لو صبر. Er hat sich sozusagen in die richtige Richtung schon bewegt, ja? Hätte er ein bisschen Geduld gehabt. Aber zu diesem Zeitpunkt sozusagen hat Allah subhanahu wa ta'ala es noch nicht zur Pflicht gemacht, Richtung Mekka zu beten, sondern Richtung Jerusalem. Ja? Und er ist der erste Muslim überhaupt, sogar noch vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Richtung Qibla gebetet hat. Also wenn ihr gefragt werdet als Quizfrage, ja, wer ist der Erste, der Richtung Qibla gebetet hat, dann wisst ihr, Al-Bara ibn Ma'rur. Al-Bara ibn Ma'rur. Eine Quizfrage, ja, ist immer gut, kommt immer gut an. Ja? Inshallah ta'ala. Gut. Das ist die zweite Huldigung von Al-Aqaba, mit der wir heute auch inshallah ta'ala zum Ende kommen. Hat doch wieder etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber es sind halt immer so viele Informationen und so schöne auch Weisheiten, die wir aus dir und Lehren, welche wir entnehmen können aus diesen Überlieferungen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls diese Aufrichtigkeit geben, welche Allah subhanahu wa ta'ala dieser ersten Gruppe von Muslimen aus Medina gegeben hat. Möge Allah ta'ala uns ebenfalls diese Aufopferungsbereitschaft geben. Amin ya Rabbil Alameen. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit.